Wenn ihr es in eurem Sprinter W906 auch richtig satt habt, so ein einfaches Radio drinne zu haben, wo nur UKW und CD, was anderes ist schon gar nicht mehr möglich, wer sein Fahrzeug auf neuesten Stand bringen mag, sogar mit Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, Audio Streaming, DAB Plus mit allem drum und dran, der bleibt jetzt dran, weil wir zeigen euch, welches Einbaumaterial ihr dazu braucht und wie ihr natürlich alles handmade umrüstet und Spaß am Sound im Auto habt. Bis gleich. Gehen wir jetzt mal durch, was wir in unseren Sprinter alles einbauen. Und als allererstes natürlich unser Proband, das ist unser Doppel-DIN-Autoradio. In unserem Fall ist es das Kenwood DMX5020 DABS. Der hat natürlich Apple CarPlay, Android Auto, DAB+, USB, Bluetooth, alles drinne. So, aber um den geht es im Speziellen gar nicht, sondern um das Einbauzubehör, damit ihr quasi jedes Doppel-DIN oder jedes Ein-DIN einbauen könnt in den Sprinter. Und dann fangen wir mal an. Wir haben euch da vier verschiedene Sets, weil ihr könnt natürlich einmal Doppel-DIN oder Einfach-DIN einbauen. Und da haben wir schon mal zwei verschiedene Sets. Und es werden vier Sets, weil wir unterschiedliche CAN-Bus-Adapter im Sprinter benötigen, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt. Und das gehen wir jetzt im Speziellen durch. Wir haben bei uns im Sprinter haben wir jetzt tatsächlich einen CAN-Bus und einen Anschlussstecker, der auf ISO endet. Das heißt, die Stecker, die schauen genauso aus wie das hier. Also das kommt aus dem Fahrzeug raus. Das sind ISO-Stecker, einmal für Strom und einmal für Lautsprecher. Und die werden einfach adaptiert und schon habe ich einen CAN-Bus zwischendrin eingebaut und mein Autoradio kann dann so angesteckt werden und weiß gleich, was es zu tun hat, geht mit Zündung aus und an. Das ist jetzt praktisch Set 1 und Set 2, das heißt für alle Fahrzeuge, die ISO-Vorbereitung haben, mit 1-DIN oder ISO-Vorbereitung mit 2-DIN, je nachdem, wie es bei euch ausschaut und was ihr einbauen möchtet. Das gleiche Fahrzeug gibt es auch mit einem Quad-Lock-Stecker. Das heißt, der schaut dann schon größer aus, ist eine einzige große Steckeinheit. Die hat auch so einen Riegel dran am Autoradio. Wenn ihr das originale Autoradio absteckt, dann kommt so ein großer Stecker raus, wo das hier der Gegenstecker ist. Und dann haben wir wieder unseren ISO-Anschluss, der wiederum auf das Autoradio passt, macht ebenfalls natürlich die Zündung an und aus und euer Autoradio funktioniert ordnungsgemäß. Auch diesen Adapter gibt es kombiniert einmal mit 1-DIN-Blende oder mit 2-DIN-Blende. Daraus ergeben sich jetzt diese vier Sets, die wir euch anbieten. Und zum Einbauen ist das alles ziemlich das Gleiche. Wir bauen ja jetzt diesen ISO-Adapter mit ein. Der ist sogar noch den habe ich hier schon zusammengebaut. Ich zeige euch aber in dem Video, wie die einzelnen Pins zu belegen sind und warum die anders zu belegen sind. Eine Ausnahme, und das sind für alle Fahrzeuge, die überhaupt noch nie ein Autoradio in dem Fahrzeug installiert hatten. Das nennt sich dann ohne Radiovorbereitung. Das muss dann sowieso erstmal zu Mercedes, dann muss das in dem Mercedes einprogrammiert werden, in den Steuergeräten, dass eigentlich jetzt ein Autoradio mit installiert ist. Und dann gibt es da einen speziellen Kabelkit, wo der CAN-Bus-Zulauf auf einen speziellen Punkt im Fahrzeug integriert werden muss. Das wäre dann der Adapter 032.5630. In der Regel habt ihr aber ein Fahrzeug mit einem ISO-Anschluss oder mit einem Quad-Lock-Anschluss. In allen vier Sets legen wir euch auch noch so einen Antennenspitz mit rein. Den braucht ihr nämlich, um das Autoradio UKW-mäßig zu adaptieren, weil aus dem Autoradio-Schacht kommt nur der passende Gegenstecker für diesen Antennenanschluss. Und wir brauchen bei allen gängigen Nachrüstradios diesen Spitz. Deswegen ist in allen vier Sets auch dieser Antennenspitz mit drin. Antennentechnisch für DAB, weil wir bauen ja jetzt ein Autoradio ein mit DAB. Wahrscheinlich könnt ihr heutzutage gar kein Autoradio mehr ohne DAB kaufen, das ihr nachrüsten möchtet. Wir machen im Speziellen jetzt eine Scheibenklebeantenne rein.
Und zwar nicht ohne Grund, weil wir auch versucht haben, in dem Fahrzeug mit einem Splitter zu arbeiten. Das heißt, der würde die originale UKW-Antenne nehmen und das Antennensignal aufsplitten auf UKW und DAB. Das funktioniert aber nur teilweise. Ihr kriegt nicht das ganze Frequenzband zur Verfügung gestellt durch diese Technik. Deswegen haben wir uns entschlossen, auf jeden Fall nur noch die Scheibenklebeantenne zu supporten oder vielleicht auch, wer möchte, kann auch die Antenne am Fahrzeug austauschen und gleich in eine DAB- und UKW-Antenne zu ergänzen. Aber wir in dem Video machen eine Scheibenklebeantenne rein, funktioniert ganz hervorragend. Verlieren wir noch schnell ein paar Worte über die Radioblende. Die Radioblende ist diese hier. Wir versuchen ja auch, das Autoradio sehr, sehr bündig hier mit reinzumachen, damit es richtig cool ausschaut. Dazu gibt es speziell diese patentierte, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile immer noch patentiert ist, Tiefenverstellung, damit wir das Gerät entsprechend anpassen können. Dann braucht ihr auch nicht mehr den originalen Metallrahmen, der bei jedem Gerät im Prinzip dabei liegt, sondern hier liegt ein spezieller Metallrahmen dabei, der in Kombination mit dem hier super funktioniert. Die gleiche Blende gibt es als Ein-DIN-Version, dann ist da nochmal ein Schacht mit drin, wo ihr irgendwas reinlegen könnt oder irgendwie sowas, weil dann wird ja nur die Hälfte von diesem Ausschnitt belegt. Jetzt haben wir euch 4 Sets vorgestellt, wo wir extra für Fahrzeuge ohne Lenkradfernbedienung zusammengestellt haben. Natürlich gibt es auch den Sprinter mit Lenkradfernbedienung und dazu gibt es dann diese CAN-Bus-Adapter mit einem weiteren Kabel, wo man dann die Lenkradfernbedienung mit anschließen kann. Das heißt, da gibt es dann weitere 4 Sets. Genauso wie die ersten, nur mit der Option Lenkradfernbedienung, findet ihr unten echt alles im Videobeschreibungstext ordentlich gekennzeichnet. Das extra Kabel, was in den Lenkradfernbedienungsadaptern drin ist, das muss nochmal gepinnt werden, ist zwar eine Anleitung im Set natürlich mit drin, wie das genau funktioniert, alles kein Hexenwerk, aber wir haben sogar ein Video darüber, wie das genau gepinnt werden muss, das heißt Multilead und auch dafür haben wir einen Link im Videobeschreibungstext, dass ihr dieses Video mal kurz zwischendurch anschauen könnt. Bauen wir also unser originales Mercedes-Radio erstmal raus. Wir haben in unserem Fahrzeug jetzt tatsächlich dieses ganz einfache Ein-DIN-Autoradio drin. Wer was Größeres drin hat, es funktioniert alles genauso, wie wir jetzt machen. Wer sowas noch nicht hat, das nennt sich Remover-Tool, gibt es natürlich bei uns als Set im Webshop. Und damit kann man hervorragend in solche Schlitze reingehen und zum Beispiel die Blenden hier rausklicken. So, und das einmal ringsrum. Da kann man wieder rein. Genau, klick, klick, klick. Die Radioblende können wir auch direkt so hängen lassen, das stört überhaupt gar nicht mehr. Und wir nehmen jetzt einen Torx und machen hier oben die 2 Schrauben raus, also nur die 2 äußeren von den 4, wo da oben sind. Da ist nämlich hier nochmal eine. So. Das untere, das ist nur eine Blende, die können wir rausnehmen. Und da unten sind nochmal 2 Schrauben drin vom Autoradio. So. Damit haben wir jetzt 4 Schrauben gelöst und jetzt können wir unser Autoradio schon rausnehmen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man genau erkennt, was hat denn mein Autoradio? Das hier drüben ist der Antennenanschluss von UKW, da kommen wir gleich noch dazu. Und hier sieht man jetzt ganz deutlich, das ist ein ISO-Anschluss. Das heißt, da passen jetzt, also dieser ISO-Stecker, so rum muss man machen, die ISO-Stecker, die passen jetzt hier drauf und können somit adaptiert werden. Was diese kleinen Kabel hier machen, das machen wir jetzt gleich gemeinsam, wie wir den einpinnen müssen, weil da gibt es dann doch anscheinend unterschiedliche Versionen, aber da kommen wir gleich gemeinsam drauf. Oder wir hätten jetzt einen Quadlock-Anschluss. Das ist ja jetzt hier was ganz anderes. Das heißt, es wäre die andere Version, die man am meisten hat, also entweder ISO oder Quadlock. Und der wäre dann so groß, also gar kein Vergleich. Die 2 verschiedenen Buchsen- und Steckervarianten gibt es. Also wobei natürlich dann von Original Mercedes das Gegenstück hier aus dem Autoradioschacht kommt und nicht genau der Stecker, aber es hat die gleiche Größe. Wenn ihr also im Fahrzeug diesen Quadlock-Anschluss drin habt, dann braucht ihr eigentlich nur noch zusammenstecken und das war alles. Beim ISO-Anschluss ist es tatsächlich so, dass der CAN-Bus-Adapter so ausgeliefert wird mit diesen 4 Pins, die auch schon den Pin aufgesteckt haben, die wir aber jetzt noch passend hier einpinnen müssen. Und das ist tatsächlich es gibt 2, glaube ich, Varianten, wo man eventuell beachten muss. Wir schauen uns das jetzt mal hier in diesem Teil hier genau an
und kommt mal näher. Im Lieferumfang von unserem CAN-Bus-Adapter liegt auch eine grobe Beschreibung bereits mit dabei, aber ich zeige euch jetzt noch mehr Details. Die Kabel hier hinten dran, das sind Lautsprecherausgänge, die brauchen wir jetzt für den CAN-Bus gar nicht beachten. Wir bleiben jetzt genau bei dem vorderen Block, das ist nachher der, der auch hier drauf gesteckt wird, auf den vorderen Bereich hier. Und da ist die Masse bereits angeschlossen und Masse ist immer hier an dieser Position zu finden. Das ist bei Mercedes ein ganz braunes Kabel, auch etwas dicker. Jetzt gibt es einen Dauer-Plus-Anschluss, das ist das hier, das Rot-Schwarze in unserem Fall. Und wir müssen das Dauer-Plus, das ist von unserem CAN-Bus-Anschluss, das mit den zwei Kabel drin, das müssen wir auf den Pin einstecken, wo auch oben dieses Rot-Schwarze Kabel ist. Und den stecken wir hier ein, bis es klickt. Dann haben wir im Fahrzeug CAN High und CAN Low, so heißt dieser CAN-Bus-Anschluss. Das sind die zwei Kabel, das ist einmal das dünnere braune, das ist CAN Low und das wird mit dem blauen Anschluss verbunden. Das heißt, den stecken wir an der Position ein, wo oben das braune, dünnere Kabel ist, wieder bis es klickt. Und hier drauf, der braun-rote, das dünne Kabel, braun-rot, das ist CAN High und da machen wir dann unser gelbes Kabel drauf vom CAN-Bus und haben jetzt unseren CAN-Bus und die Stromversorgung bereits schon angeschlossen. Und jetzt brauchen wir noch, damit unsere DAB-Antenne und auch UKW-Antenne richtig funktioniert, dieses gelb-schwarze Kabel, das ist die Stromzufuhr für unseren Antennenfuß von dem Fahrzeug. Der braucht nämlich auch eine Stromversorgung und die muss gewährleistet sein. Sobald das Autoradio angeschaltet wird, ist auf dem Pin 12 Volt zu finden. Und das ist dieses blaue Kabel, das hier einfach rumhängt. Das ist ein bisschen dicker wie dieses CAN-Low-Kabel, obwohl könnte sogar gleich dick sein. Aber es hängt Single rum und ist nicht verdrillt mit dem gelben Kabel. Also gelb und blau verdrillt ist CAN-Bus, was wir bis jetzt schon angeschlossen haben. Und jetzt kommt unser blaues Kabel. Das kommt auf den Pin, wo oben das gelb-schwarze Kabel drin ist, bis es klickt. Die Anschlüsse sind deswegen zum Pinnen, weil es könnte auch die CAN-Bus-Leitung eventuell hier hinten bei den anderen Pinlöchern sein. Deswegen ist ja das so vorbereitet, dass man es frei verpinnen kann. Ihr müsst euch jetzt praktisch bloß die passenden Anschlüsse raussuchen. Erklärt habe ich sie euch ja jetzt. Und von unten schaut das Ganze nachher so aus. Das ist praktisch unser Stecker, den wir gerade eben vervollständigt haben. Und der schaut so aus. Auf unserem zweiten ISO-Anschluss können wir jetzt das im Kabelkit beiliegende andere Kabelstück noch verwenden. Der adaptiert unsere Lautsprecher drauf. Und jetzt haben wir ISO mit allen Anschlüssen, die wir brauchen, samt Lautsprecheranschlüsse, gesteuert über den CAN-Bus-Controller. Und das war's erstmal. Und je nach Autoradio, ob ihr eine Navi drinne habt oder wie auch immer, hier spuckt euer CAN-Bus auch ein Speed-Signal aus. Das heißt, wenn ihr ein Navi drinne habt, dann hat euer Navi wahrscheinlich auch einen Anschluss, der heißt Speed-Impuls. Und der gehört dann mit dem Navi verbunden. Oder ihr habt eine Rückfahrkamera mit am Fahrzeug mit dran und möchtet die mitsteuern. Dann wäre hier noch das Reverse-Signal, das heißt Rückwärtsgang drin. Hier 12 Volt drauf, das heißt, der Bildschirm schaltet dann um, wenn ich einen Rückwärtsgang einlege. Das gehört dann auch angeschlossen, wenn ich an mein neues Multimedia-Gerät eine neue Rückfahrkamera anschließen möchte. Thema CAN-Bus ist ja jetzt erstmal schon erledigt. Wir haben jetzt noch diesen Antennenspitz, den können wir jetzt auch gleich auf die Antenne mit drauf machen und damit haben wir den UKW-Anschluss auch schon fertig. Jetzt bauen wir noch die DAB-Scheibenklebeantenne rein und das Mikrofon. Das Mikrofon machen wir hier oben oberhalb des Rückspiegels mit rein. Und weil wir sowieso jetzt die Kabel darüber legen müssen, machen wir jetzt auch gleich die ganze Einheit hier raus, weil die muss jetzt nämlich rausmontiert werden, weil wir unsere neue Radioblende hier anstatt diesem Radiohalter reinbauen. Und dazu machen wir jetzt die ganzen Seitenverkleidungsteile weg. Wir machen auch die Seitenteile hier gleich weg, damit man die Kabel besser durchführen kann. Und ja, dazu müssen wir einige Schrauben lösen. So, jetzt haben wir hier von unserer Lüftungs- und Heizungseinheit nochmal 4 Schrauben, weil die muss auch raus. Und jetzt habe ich vorhin bei den Schrauben auf 9 gezählt. Kann natürlich nicht sein, es symmetrisch aufbaut. Da ist die 10. Die habe ich vergessen hier drin. So. Also sind es 10 Schrauben,
für die Radioeinheit und für die Seitenblenden und nochmal 4 sind es für diese Einheit hier. Die können wir nämlich jetzt auch so auf die Seite legen. Und jetzt können wir die Seitenverkleidung hier wegmachen. Die ist nämlich nur nach hinten reingesteckt. Ihr seht diese Haken, die sind so, dass man sie nach vorne schiebt und dann verriegeln die sich. Und genauso leicht lassen sie sich entfernen. Das gleiche natürlich auf der Seite hier. So. Und jetzt haben wir hier oben nochmal auf jeder Seite 3 Schrauben freigelegt, die wir ebenfalls gleich aufmachen, damit wir nachher USB-Kabel oder unsere anderen Antennenkabel rechts oder links durchlegen können. Und jetzt können wir auch diese Kunststoffeinheit hier rausnehmen. So, dann können wir unseren Canvas hier rausnehmen. So ist das Ding jetzt hier. Und jetzt müssen wir auch diese Blechmuttern gleich wegnehmen, weil die werden jetzt auf unseren neuen Rahmen aufgesteckt. Und das können wir auf die Seite legen. Falls ihr daheim jetzt immer noch nicht so richtig wisst, habe ich jetzt ein ISO, habe ich ein Quadlock, habe ich einen Anschluss mit Mini-ISO. Als erstes könnt ihr natürlich uns immer erstmal ein Bild von eurem Anschluss zusenden an info@aas24.com. Könnt da die Anfrage stellen, was habe ich da eigentlich? Ansonsten hätten wir jetzt noch dieses Thema mit dem Mini-ISO-Stecker. Hier unser Autoradio vom Mercedes ist tatsächlich mit 3 Steckern ausgestattet. Aber werkseitig kommt vom Auto nur der und der Stecker. Wenn ihr noch ein Fahrzeug habt, wo zusätzlich ein dritter Stecker hier mit eingesteckt ist, das wäre dann der Canbus-Adapter mit dem Mini-ISO. Jetzt befestigen wir das Mikrofon und die Scheibenklebeantenne und dazu können wir die A-Säule wegmachen. Und nichts leichter als das beim Sprinter. Das ist alles nur geklippt mit 3 Clips und dann kann man die nach oben rausziehen. Das sind 3 Clips und das war's. Jetzt können wir schon mal mit einem Bremsenreiniger oder mit einem nicht fettenden Mittel die Scheibenfläche reinigen, wo wir jetzt dann auch gleich unsere Scheibenklebeantenne mit drauf machen. Und dann wäre die schon mal dran. Dann ziehen wir die Folie von der Scheibenklebeantenne mal ab und halten das so weit raus wie möglich. Aber dieses Metallblättchen zum Ankleben muss eigentlich noch bis daher reichen, also so in etwa. Und jetzt schauen, dass wir das parallel hinkriegen zur A-Säule. Und jetzt können wir das hier runterstreichen. So, dann ist das völlig okay so. Und jetzt können wir das noch abziehen. Das muss nur auf Metall geklebt werden. Macht es mal so, dass der Streifen hier unter die A-Säule geht, damit da nachher nicht die A-Säule noch irgendwas abschert. Also lass da ein bisschen Spiel nach unten feststreichen. Soweit erstmal fertig. Unser Mikrofon für die Bluetooth-Freisprechanlage ist ja hier, das nimmt nachher jetzt den gleichen Weg wie das DAB-Kabel, also machen wir das natürlich auch gleich rein. Und das kann man ganz entspannt hier oben mit einhängen in den Himmel. So, dann kann man das hier mal zentrisch ausrichten, dann kann das Mikrofon für Beifahrer und Fahrer gleichmäßig wirken. Und das Kabel, das können wir jetzt tatsächlich oberhalb hier mit, ich nenne es jetzt einfach mal banal, reinstopfen. Wir können es hier reinlegen und können es befestigen mit ein bisschen Bitumenband. Also das könnt ihr eventuell mitbestellen, falls ihr irgendwas in der Richtung nicht daheim habt. Wer hat schon ein Bitumenband daheim? Das können wir jetzt hier um das Kabel drumherum machen und das ein bisschen anlupfen und dann können wir das Kabel hier oben fixieren. Das fällt nämlich dann nicht automatisch raus bei ein paar Wacklern, sondern ist dann oben schon mal fest. Und das können wir 2-3 Mal machen und dann ist das alles cool und easy und geschmeidig. So, einmal drumherum, wieder hier rein und da oben drauflegen und fertig. Und das gleiche machen wir nochmal. Oben dran. Mit den bereits vorhandenen Kabeln die neuen Kabel mit nach unten reinlegen, dann ist es alles cool. Und das gleiche mit dem DAB-Kabel. An der Seite müssen wir noch 2 Schrauben aufmachen, damit der Deckel richtig weggeht und wir die Kabel drunter bis zum Radioschacht legen können.
Das sind alles 25er Torx. Da müssen wir das Hochtongitter wegnehmen. Wer solche Torx-Schraubendreher nicht hat, wir haben natürlich auch Torx-Schraubendreher-Set im Angebot. Der kann das vielleicht gleich mitbestellen. So, und jetzt können wir das Ganze hier auf die Seite legen und können die Kabel drunter verlegen. Um Kabel auf gerade Flächen besser fixieren zu können, kann man natürlich hier auch Bitumenband drunter kleben und jetzt hier einfach draufziehen. Jetzt können wir hier das Gitter von dem Center-Speaker-Bereich auch noch wegmachen. Das ist nur geklippt. So, dann ist das weg. Und jetzt haben wir ja bereits hier alle Schrauben gelöst, um diese Wanne so weit hoch zum Lupfen, dass wir das Kabel ganz entspannt da unten reinlegen können, bis in unseren Radioschacht. Das Einzige, wo ihr hier beim Durchgang achten müsst, dass ihr nicht direkt hier drüber seid, wo nachher die Seitenblende wieder eingeführt wird. Das heißt, ihr fahrt hier rüber zwischendrin und das können wir ja hier ebenfalls mit Bitumen ein bisschen fixieren, damit das Kabel genau an dieser Stelle drüber läuft. So, und jetzt kann hier nichts passieren und das Kabel läuft hier unten durch. Den Deckel, den kann man ja jetzt schon wieder zusammenbauen. Audi A-Säule, hier drüben sind wir komplett fertig und das mache ich jetzt mal schnell noch. So, die Führungen hier mit beachten, dass die drin sind und dann kann nichts mehr schief gehen. Gummi noch mal rumziehen und machen wir das Ganze schön. Also Leute, der elektrische Teil ist bereits abgeschlossen, fast. Aber jetzt kommen wir erstmal zum mechanischen Teil und zwar die Radioblende. Ob ihr jetzt ein DIN oder zwei DIN verwendet, ist ziemlich ähnlich. Bei unserem 2 DIN haben wir sogar noch ein bisschen mehr Aufwand wie beim 1 DIN, weil wir haben hier eine Tiefenverstellung für unser Multimedia-Gerät, damit das vorne schön plan eingebaut werden kann. Das ist bei jedem Gerät vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Deswegen bauen wir hier sowas mit ein und wir müssen jetzt erstmal in unserem Rahmen diesen beiliegenden Blechrahmen, das ist unser Montagerahmen, hier mit einsetzen und verriegeln. Da, nein. So, und den können wir, wie ihr das wahrscheinlich von vielen Sachen früher kennt, einfach diesen Blechrahmen richtig verriegeln hier drin, dass der fest hier drin ist. Und damit ist der jetzt erstmal fest hier. Nur um es kurz anzusprechen, wir brauchen den originalen Kenwood-Einbaurahmen, der beim Gerät dabei liegt. Und dieser Zierrahmen, den brauchen wir jetzt nicht mehr, weil dafür haben wir unsere neue Radioblende. Und jetzt geht's weiter. Wir müssen ja jetzt schauen, dass wir unser Kenwood-Gerät hier so bündig einfügen, dass das mit dem Rahmen, den wir jetzt gleich einbauen, auch wirklich plan wird. Das heißt, wir können ja mal den Rahmen hier einstecken. So würde der nämlich jetzt dann gleich drauf kommen. So, das ist Endzustand. Und wir wollen jetzt, dass unser Autoradio von hinten so fixiert wird, dass der genau so ausschaut. Weil es wäre blöd, wenn der so rausschaut oder zu weit drinne wäre, alles hässlich. Wir wollen ihn genau plan haben. So, wir bauen jetzt die Tiefenverstellung so ein, dass das vorne bündig wird. Dazu müssen wir den Kupferbereich hier drauflegen und die andere Schiene so drauf, dass hier hinten drinne, ich zeige euch das mal genau, die drei letzten müssen frei bleiben und der letzte Pin, also dieser Pin, ist im vierten Loch und genau so müssen wir es erstmal reinmachen. Also so wäre es richtig. Und jetzt können wir die zwei Schrauben hier reinmachen und zwar von vorne sind es die zwei hier, also die zweite von vorne jeweils auf einer Schiene. Das ist in dem Autoradio so vorgesehen auch dafür und damit, also nach zu kommt ab, so, aber schön straff machen und da ist jetzt die richtige Tiefe und das können wir jetzt so einbauen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wie rum wir das Radio reinmachen. Das wäre nämlich verkehrt rum. Das Radio kommt nämlich so rum rein. Also machen wir das, dass das Logo zu sehen ist unten. Und so kommt das hier auch rein. So, klick. Jetzt ist es schon eingerastet im Rahmen. Und jetzt können wir unseren Kunststoffrahmen oben drauf machen. Dann ist das alles
bündig und schaut toll aus. Dann kommen wir schon zum Einbau des Autoradios. Und jetzt nehmen wir unsere Klammern wieder. Die machen wir jetzt wieder über diese Teile hier drüber, wo sie hinkören. Das brauchen wir nämlich ja jetzt wieder. So, und das Ganze können wir jetzt einhängen. Und weil unser USB-Anschluss hier, der ist fest mit dem Gerät verbunden und den wollen wir da oben drin haben, damit ich mein Handy hier anstecken kann und entspannt damit arbeiten kann. Dazu legen wir das Kabel jetzt genauso darüber, ähnlich wie wir es mit dem Antennenkabel auf der anderen Seite gemacht haben, und können das hier reinlegen. Und das können wir auch jetzt alles wieder zumachen und fertig machen. So. Und jetzt können wir auch unseren CAN-Bus-Anschluss gleich mit anstecken. Das ist Strom- und Lautsprecherausgänge. Und was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch ein DAB-Anschlusskabel. Jetzt haben wir noch unser Mikrokabel und unser UKW-Anschlusskabel. So, und das wird hier alles eingesteckt und das können wir jetzt ein bisschen da hinten rein tun, da ist Platz genug, um die ganze Einheit samt CAN-Bus hier unterzubringen. Und das hängen wir jetzt wieder hier ein. Und wir können die ganzen Schrauben jetzt genauso wieder reinmachen, wie wir sie vorhin drin hatten. So. Die Kabel machen wir jetzt alle schön nach rechts rüber. Das ist die Regeleinheit von der Lüftung. Das Ding hier muss da hinten mit eingeführt werden. So, und alles eingehängt. Und jetzt hier in diese Führung mit rein von unserer neuen Radioblende, rechts wie links. Und jetzt können wir auch die vier Schrauben wieder reinmachen. So, jetzt können wir die oben auch gleich alle wieder reinmachen. Die da unten haben wir schon drin. Jetzt können wir unser Center Speaker Gitter wieder hier draufklicken. So, das war's schon. Und natürlich können wir jetzt unsere Seitenteile wieder hier einführen und nach vorne schieben und hier an der Seite festmachen. So. Wer sich jetzt wundert, weil er alles zusammenbaut hat und vier Schrauben übrig hat, das ist völlig okay, weil der alte Radioeinbaurahmen von Mercedes, der hat noch vier weitere, die gar nicht mehr benötigt werden. Jetzt sind wir alles schon so weit, dass wir die Radioblende außenrum wieder anstecken können. Fangen wir unten an, führen wir es hier ein, klick, und klicken die einmal nach oben durch. So, das war's schon. Genau. Das da war übrigens nicht ich, das war schon vom Kunden so kaputt. So, dann können wir jetzt auch die Schutzfolie abziehen und sind einmal mit dem Einbau fertig. So, Funktionstest, Schlüssel rein, umdrehen, jetzt haben wir auch eine Zündung. Und wer sich auch fragt, dass das Autoradio ohne den CAN-Bus funktioniert hat, ja, das geht erstmal an, aber es funktioniert nur ohne Zündung. Das heißt, es ist auf Dauerbetrieb. Erst mit unserem CAN-Bus, so wie wir es jetzt anbaut haben, funktioniert alles richtig. Und jetzt können wir unser Gerät erstmal in Betrieb nehmen und das Ganze einstellen. Jetzt können wir hier auf Radio mal gehen, das ist jetzt UKW. Hier haben wir auch entsprechenden Empfang. Wunderbar. Das funktioniert einwandfrei. Und jetzt können wir natürlich auch umschalten auf DAB. Und wir können auch hier mal einen kurzen Check machen, wie viel Sender wir jetzt hier reinbekommen. Oh, Scanning. Übrigens, wer sich für so Multimedia-Geräte informieren möchte, wir haben sogar eine eigene Playlist für Autoradios, wo wir alle möglichen Geräte vorstellen. Da findet ihr auch jede Menge Kenwood-Geräte. Und da schaut doch mal rein bei YouTube auf unsere Playlist für Autoradios. So, wir haben Sender wie absolut hot und das funktioniert prima. Okay, okay, es waren schon einige Schrauben, aber es waren halt nur Schrauben und die waren sehr leicht zu lösen. Aber insgesamt war der Umbau doch gar nicht mal so dramatisch. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele von euch, und ihr könnt es ja mal in die Kommentare mit reinschreiben, kennen die Situation, dass sie tatsächlich tagsüber in ihrem Job in einem Transporter drin sitzen, wie in so einem Sprinter, und ihr sagt euch, kein Bluetooth, kein USB, einfach nichts, das ist einfach schlecht.
Wir hocken so viele Stunden in dem Fahrzeug drin und hätten gerne bitte ein neues Autoradio. Jetzt schreibt mal unten rein, wer die Situation kennt. Und jetzt könnt ihr ja eigentlich mit diesem Video zu eurem Chef gehen und sagen, hey Chef, du musst nur das kleine Equipment kaufen, wir bauen sogar für dich ein und du brauchst dich nicht drum kümmern. Also es wäre doch mal eine Idee, oder? Wie schaut's aus? Ansonsten, wir sind bei Instagram auch zu finden und wenn ihr kein Video von uns mehr verpassen möchtet, dann abonniert unseren Kanal und klickt die Glocke, damit wirklich alles angezeigt wird, wenn wir ein neues Video für euch bringen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Olli.